Guten Tag zu einer neuen verschneiten, verknoteten Folge 7 Days to Die. Mein Headset ist Hilfe. Mit einem Menschen, der auch sehr verknotet in seinem ganzen Körper ist, Tyler. Der muss mal Yoga machen. Er hat gestern versucht, Yoga zu machen im Schneidesitz. Hat sich dann zu einer Brezel geformt. Er hat seine Füße über seine Schulter gehangen, seine Arme durch die Kniescheiben. Also Jason Politik hat er sah denn gestern aus wie so eine Mädchenparty, das heißt Figi 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 und der Kitty Kitty Gida. Mhm. Und dann muss er Unterhalt bezahlen, weil er sich nicht alle kümmern kann. Ich bin wenigstens ein richtiger Junge. Sag mich. Ich hab am Anfang gedacht, du hast einen scheiß Rock an. Sag ich dir jetzt noch nicht. Es ist ein Hochsommer. Hier geht maximal bis zum Arsch hin. So kurz. Wenn ihr ihn seht, ist es ein Junge mit dicken, fetten, blonden Haaren. Dicken, fetten, blonden Haaren? Leck mich! Dann wasch ich die mal. Meine Haare sind von Natur aus gerade. So, als du weg warst, habe ich ein bisschen gegraben. Ja, ich weiß. Mhm. Und hier mache ich auch weiter. Was hast du mit der Zeit gemacht? Nix. Ich seh's. So, ich geh jetzt erstmal rüber. So, heute ist das da schon mal fertig. Wer von euch war an meiner Playstation? Niemand, wieso? Die Zeit ist super Habe schnell. Habe ich doch gerade angesprochen. Ich muss echt überlegen, ob ich auf allen meiner Playstation-Accounts, sogar auf Tylers, ein scheiß Passwort draufsetze. Vielleicht warst du, Gästen. Wie soll ich das machen, Gästen? Keine Ahnung, Gästen. Auf 14 war sie ja die ganze Zeit. Einmal mit richtigen Profis zusammenarbeiten ist zu viel verlangt. Leck mich. Bist ja kein Profi, du schreist nur rum. So ein Käse. Und verlässt die ganze Zeit, wenn Zombies sich angreifen, also. Hä, du hast auch einmal verlassen. Wenn ich verlasse, verlasse ich das ganze Spiel. Der Horst ist immer der König. Nö. Doch. Nee. Doch. Deswegen habe ich auch die Regenbogenflagge verbrannt. Badamtsch. Mir kriegt zu viel Angst hier. Wäre ich eine richtige Arbeiterpartei, da gar nichts Richtiges. Macht ja auch mal einen stressigen Job, Tyler. Habe ich. Das heißt, gebäre mal ein Kind. Das hier ist stressiger. Grab die Grube des Todes, die 10.000 Meter in den Abgrund geht. Wann die zu Ende ist, weiß ich selbst nicht. Bis Folge 101 werde ich hier unten. Normale Stühle sind? Hm? Normale Stühle. Sieht so aus, als würde ich gerade irgendwie irgendwas machen wollen? Nein. Und da hat er Weed in der Hand. Genau. Er guckt, Tyler ist ein Kiffer. Nee. Hm, was hat der Weed in deiner Hand?
mach die ganze Zeit jetzt hier so richtig lange durch. Aber irgendwie. Dauert mir das zu lange. Nur noch ein bisschen, dann ist die Höhle fertig, ne? Ja. Dann haben wir hier, kannst du hier deine Kisten und so aufstellen, weißt du? Hallo? Ja. Und das Ding ist, du musst dann 3 Meter in die Tiefe gehen. Hast du Bock dabei? Leider? Nee. Warum denn nicht? So schlimm ist das jetzt auch nicht. Er hat sich doch noch alleine. Okay. Sag ja, ich hab's stressiger als Tyler. Hier ist ein perfekter Ort, oder? So, das ging jetzt 3 Folgen, ne? Tyler? Das ging jetzt verdammte 3 Folgen, weil ich die ganze Zeit alleine arbeiten muss. Weil du es nicht drauf hast. Eine kleine Wasserkugel. So eine Aufbewahrungskiste kann ich die auch so hinstellen, dass sie nicht aussieht, würde, als würde die in den Abgrund gehen. Tyler, Höhle ist fertig. Ja. Oder mehr gesagt, meine Absteckkammer oder unsere, kommt drauf an, ob du hier deine Sachen hinlagerst, die du nicht brauchst, weißt du? Hallo? Ich habe auch welche für Nahrungsmittel in einem neuen Gebiet gebaut. Ja, das ist jetzt unser Untergrund mit 2 Kisten. Sei denn, du willst hier mehrere hin haben, dann ja. Willst du hier mehrere stehen haben oder nur ein paar? Dann mach ein paar mehr hin. So reicht, ne? Sollte. Was? Sollte wohl reichen. Was zur Hölle? Das ging flott. Das stimmt, 42, ich gehe rein. Warte mal, die vordere Folge war kürzer. In der vorderen Folge gab es nur Tag 40. Ich sag ja, hier hat jemand vorgespielt. Aber wer? Ja, wer wohl? Du? Nee. Ich mal rausgucken. Mann, immer spielen Leute hier vor. Das hat mich sogar in Staffel 1 schon genervt von 7 Days to Die. Da war ich es wirklich, aber hier nicht.
Ich mache einfach überall jetzt nur noch Codes drauf auf jeden einzelnen Scheiß-Account, damit keiner mehr von euch meine Blazing einfach rührt. Boah, ich hab die Schnauze voll. Oh mein Gott. Ich hab alle gefunden. Mach die kalt. Mach die kalt. Entweder Top 50 oder Top 49. Ja, Top 50. Oh nein, das kannst du schön vergessen. Sehr variieren, der Vorteile. Da haben sie mich total erschrocken. Ich weiß gar nicht, dass sie drinnen sind. Kannst du dich jetzt mal um die Zombies kümmern? Ja. Na los! Ja, das darf man nicht werden. Achtung, oben bleiben! Du schießt ja jetzt nicht mit dem Raketenwerfer rein. Seid ihr jetzt oben bleiben? Was denkst du, was ich hier mache? Selbst die Hunde halten 10.000 jetzt aus. Bleib doch tot auf dem Boden. Wenn es ein Mensch nicht kann, muss ich jetzt hier rein. Ich kann das? Ich mach mal die Tür auf.
Ah, du Scheiße, der ist hochgekommen. Der ist reingekommen. Kümmer dich um ihn. Mit einem Schlag. Ich gebe meine Höhle. Aber die Höhle. Höhlenabenteuer! Höhlenabenteuer! Ich gehe weiter. Scheiße, meine Tür ist offen. Hier finden die mich nie. Geh raus. Warte. Okay. Bist du eine Pussy? Hast du nicht eine Waffe in deiner Kiste drin? Hä? Du hast doch eine Waffe in deiner Kiste, oder? In welche? In einer der Kisten, die du draußen rumstehen hast. Nö. Scheiße. Ich schau mal bei mir zu Hause nach. Das ist noch eine Schaufel. Vielleicht in der Spüle. Das ist noch. Vielleicht in meinem Lagerraum. Oh nein, das war mein Büro. Nein. Hier ist es wieder ziemlich ruhig. Kannst rauskommen. Ich repariere nachher alles. Mhm. Wie ist er gestorben? Hallo. Heiner. Was? Wo bin ich? Ah, komm hoch. Kommt mal mit! Scheiße, die dürfen rennen! Hoch mit dir, guck an, euer Leute! Warte, rennen! Schrei doch nicht! Kümmer dich doch jetzt mal drauf, ich hab keine Muni! Ja, okay. Warum stirbt er nicht? Will er wohl hier leben? Dann mach doch gleich einen Zwangskammer mit Zombies. Geile Idee, Taler. Mach mit denen eine Zombie-Kammer. Nein. Mach einfach. Können rumexperimentieren. Oh nein. Oder du lässt einen einzeln rein. Oh, du hast doch nachgeladen, du dumme Sau. Ja, wer kannst du nervig sein, ich würde töten können. Also, mein Zimmer, mein Haus kommst du nicht. Das habe ich abgeschlossen. Du sollst dich um ihn kümmern. Ich weiß gar nicht, wo der hin ist. Oh ja, Alter. Die putzen sich ein Loch hier rein. Das war ich. Immer noch. Er scheint tot zu sein. Okay. Folge 51. Tyler kriegt es nicht mal gebacken, Zombies zu killen. Ja, kauft da jemand? Hallo? Ich habe ihn da hinten im Rasen niedergeschossen. Er müsste tot sein. Da hinter meinem Haus. Und dein Haus wird geprügelt. Scheiße, ich geh hin. Oh, geil. Lass mich das töten. Na ja, klar. Na endlich! War ja klar, dass der Betonblock sich auch noch bewegt. Weißt du nicht, ein Zombie wäre richtig decken. Mhm. Komm mal. Schieß doch! Warum kann ich... Schieß doch, du Hurensohn! Scheiß Lia, The Walking Dead ist auch kacke. Man muss alles alleine tun. Immer.
Wenn man sagt, er soll die Zombies killen, nein, die erstmal abhauen. Ich mache das doch. Na, das sehe ich gut. Hä? Der, der verfolgt mich jetzt. Wo ist er? Ah. Oh. Raus jetzt da und töte die. So, jetzt raus aus der Tür. Ach, da bist du. Ah, da kommt noch einer. Wieso lädst du nicht nach? Wieso kann man nicht automatisch nachladen? Na gut, die sind jetzt alle tot. Naja, ich weiß nicht, ob der noch tot ist. Ja, alles muss man allein. Man weiß schon, wie viele Leben die Tür noch hat. Ja, ich hoffe, das hält sie noch aus. Wechsel sie. Na gut, ich wechsel sie. Mann. Hysterisch. Ich gehe erstmal gleich die Schäden beseitigen. So, Waffe ist wieder heile. Komplett. Okay, die Tür hatte ich. Wo nochmal? Ha, guck mal, bessere Türen. Ja, wenn du jetzt die Bunkertüren nimmst, Alter. Die sind kleiner als die, das ist ja schon klar. Ach. Na, schau, dass ich schon mal reagieren kann. Muss noch nicht. Musst du noch nicht. Folge ist eh gleich vorbei, hast du gehört? Alter? Hallo? Ja, ich bin nicht taub. Sicher? Das waren ja Ersatzteile, die kamen ja oben in meiner Abstellkammer. Wie jetzt? Ach, egal. Was? Irgendwie hat sie wieder ein paar Leben bekommen. Mhm. Alter, hinter meinem Haus. Hinter meinem Haus. Drin oder draußen? Raus hin. So, na dann. Kommt auch immer unerwartet. Zu meiner Wand. Oh Gott, ich breche mir den Fuß. Hier. Und das geht noch. Das ist verdammter Dreck. Ich vergesse ständig, dass ich meine Schienen verliere. Deswegen hole ich mir jetzt Sanitätskiste, ne? Ach so, ja, okay. Hier ist doch auch mal ins Loch. Warte, geh mal in den geh mal ins Loch. Das ist einfach nur eine Kiste. Aha. So ein sonstige Dings lang. Und da hast du unten ein paar Kisten. Guck mal nach, ob die alle aufgeschlossen sind. Sieht irgendwie interessant hier unten aus. Guck mal nach, ob die aufgeschlossen sind. Die da? Ja. Da kannst du ein paar Sachen reinpacken, die du nicht brauchst. Du musst das doch gerade den Weg nach oben finden. Folg den Fackel. Hä? Wo
Obwohl, er ist ja gerade unten. Schnell zubauen. Schnell zubauen. Hallo. Hilfe. Ich hab ihn endlich. Ja, zubauen. Tyler? Fisch mich hier raus, du Dödel. Mach's gut. Oder spring hier alles in die Luft. Mir ist schon klar, dass du nur einen weiteren Krater da unten reinmachen würdest. Und das würde hier oben große Folgen für dich machen. Folg doch einfach den Fackeln! Tu ich doch, die lass mich nicht durch. Oh. Sein IQ ist bei minus 1. Hä? Läufst du schon wieder lang? Ach, da hoch. Ich krieg das. Sehr ziemlich schlecht. Hab ich hier schon raus. Ich krieg das Kotzen, wenn ich das schon sehe. Bisschen Blut. Paar Schienen. Ich mach meine Tür nicht mehr zu. Brauch eine Schiene. Ich hab meine Hauptsache nicht nochmal reingekommen sind. Sind die nicht, sonst würde jetzt irgendwas gegen unsere Haustüren hauen. So Leute, das war's mit der Folge. 7 Days to Die. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es so ist, dann lasst einen dicken, fetten Daumen da. Der steht für wir hauen Spuletten in die Fresse. Spaß. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.